Hallo Leute, ich begrüße euch zu meinem ersten Manga-Update. Als erstes haben wir hier Scream, mein 23. Sklave. Ja, das ist Band 3. Ich habe ja schon mal von diesem Manga berichtet. Da gibt es so einen Scream, schimpft sich dieses Teil, das setzen die Leute sich in den Mund ein. Und wenn jemand in der Nähe ist, der auch so einen Scream trägt, dann vibriert das. Ja. Der Sinn und Zweck der Sache ist, die Leute treffen sich dann zum Duell, das heißt entweder ein Brettspiel, Fragespiel oder ich weiß nicht, ich habe erst den dritten Band, vielleicht kämpfen die auch schon mal, ich glaube das kann auch, ja das war glaube ich auch in einem Band. Ja und der Verlierer wird dann zu den anderen seinen Sklaven und so gibt es dann so eine Hierarchie. Und an der Spitze ist dann immer der Herr, der die Sklaven kontrolliert. Ja, das Witzige an diesem Manga zum Beispiel, hier ist glaube ich auch so ein, ja, hier ist so ein bisschen so diese Rangliste aufgelistet. Ja, der Hammer ist das hier. Der Hund ist der Herr von diesen drei Leuten. Ja, also seht ihr schon daran, dass das ein ziemlich abgedrehter Manga ist. Ja, Zeichenstil finde ich ganz gut. Sieht ganz schick aus. Ja, ich werde die Reihe weiterlesen. Auf jeden Fall ist sehr interessant, finde ich. Ja, was gibt es noch dazu sagen? Der Manga ist von Planet Manga. Kostet 7,99 €. Ja, das wäre dieses. Ja, dann bleiben wir doch am besten bei dem Verlag und haben dann hier My Ball. Das ist so eine ja, Komödie beziehungsweise auch ein bisschen Romance. Es geht dann um Fußball, wie auch nicht schlecht zu raten ist bei diesem Bild. Ja, das Folgendes: Sie hier trainiert mit jemandem, das ist ihr Sandkastenfreund. Ja, und der wird dann zum Fußballprofi, weil sie immer mit ihm trainiert, ist sie genauso gut wie er. Ja. Und er kommt dann zum Fußballverein und die trainieren dann immer heimlich. Ja, und er möchte dann, dass sie auch Fußball spielt, aber sie sagt ja, sie könnte das nicht. Und ups, das war jetzt nicht das Richtige. Ja gut, der Manga ist sehr freizügig. Habt ihr vielleicht kurz blitzen sehen? Ja, was soll ich da noch zu sagen? Ist halt der erste Band. Es entwickelt sich da eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Ja, aber er checkt es noch nicht so ganz. Mal gucken, was daraus wird. Sie ist jetzt bei der Aufnahmeprüfung für den Fußballverein. Wird auch angenommen. Ja, so viel passiert da jetzt noch nicht im ersten Band. Ich freue mich auf den zweiten Band. Ja, mal sehen. Ist auch wieder von Planet Manga. Planet Manga ist immer teuer, wie es immer so ist. 7,99 €. Ja. Aber ansonsten hat mir der Manga sehr gut gefallen. Ja, dann werde ich mir dann noch den nächsten Band holen. So, dann haben wir als nächstes, ja, Angeloid. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja, ist auch Komödie, ist auch wieder relativ freizügig. Ja, aber ich finde den, manchmal denke ich, wieso kaufst du dir den? Ist jetzt schon Band 7, sollte man bei Band 7 nicht denken. Aber die Geschichten sind schon recht witzig. Tomo ist der Hauptdarsteller von den Mädels hier. Ja, und ist einfach ein notgeiler Typ. Und was denn so passiert, ist echt witzig. Er wird dann auch dargestellt in so einer, ja, so einer Zeichentrickfigur. Ja, ist ja so oder so Manga, aber so cartoonmäßig. Guck mal, ob ich da irgendwo ein Bild finde. Ja, hier unten zum Beispiel. Wenn er halt so notgeil ist, dann sieht er halt so aus, so ein Cartoon. Er ist ziemlich abgedreht, hier zum Beispiel, weil die Mädels dann alle Bikini tragen. Er kriegt auch ständig Nasenbluten, wie es oft im Mangas ist. Ja, sind meistens immer so kürzere Geschichten. Ich glaube, hier sind jetzt 3 oder 4 Geschichten drin. Aber ist auf jeden Fall witzig. Ist auch wieder für 7,99 €, Planet Manga, ja. Aber ich werde die Sache wahrscheinlich weiter sammeln. Ist auf jeden Fall witzig. Ja, was haben wir noch vom Planet Manga? Ja, das war's dann schon. Dann machen wir mal mit Carlsen weiter.
Da haben wir Iron Hero, Band 10. Ja, ist die Zombie-Apokalypse. Ja, und jetzt der Hauptdarsteller und zwei Leute sind da noch bei. Die rotten sich jetzt zusammen zu einer Gruppe, treffen sich dann auch mit anderen, mit denen sie über Internet geschrieben haben, weil Internet ist einer der wenigen Sachen, die noch geht. Alles andere ist von Zombies besetzt, auch Tokio, wie es aussieht. Ja, kann ich denn da was von zeigen? Ja, ein sehr erwachsener Zeichenstil eigentlich schon. Ja, hier sieht man zum Beispiel, wie die da mit den Leuten über Internet schreiben. Also nicht diese typische Sprechblase. Ja, und die Zombies sehen ziemlich groß aus hier. Sieht man. Ja, ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, es kommen auch ziemlich komische Typen vor, wie er hier. Da ist im nächsten Band ist auch noch mehr von ihnen zu sehen. Ein ziemlich abgedrehter Typ. Ja, also finde sehr guter Comic. Manga. Sorry. Ja. Ich habe da mal mit angefangen. Den ersten Band fand ich grottenlangweilig. Den zweiten ging und ab dem dritten, ja, da ging das richtig los. Ja, danach hatte ich mir dann noch Band 11 geholt. Da ist dieser Typ dabei. Und heute, nee, gestern noch, hatte ich mir noch Band 12 gekauft. Der ist noch eingeschweißt. Ja, bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Es gibt jetzt, glaube ich, zurzeit in Deutschland bis Band 13. Ja, und Band 13 soll auch so eine, habe ich gesehen, so eine Landkarte drin sein. Ist ganz interessant, wo die sich so aufhalten und so. Ja, das von Carlsen. Ja, dann habe ich noch. Genau, Kasee. Da hatte ich Monstermädchen. Den hatte ich jetzt hier schon. Aber, was mich sehr interessiert hat, war das Ende dieses Mangas. Ja, das sind alles so Fabelmädels. Hier sieht man Einhorn oder. Ja, so. Das ist ein Zyklopin. Dann gibt es. Ja, sie ist Zentaure, dann gibt es auch noch so Fischtypen und Meerjungfrauen und er hier hat eine WG mit den Mädels und da stoßen dann von Band zu Band immer wieder neue zu. Die sind auch natürlich alle in ihn verliebt. Ist sehr, sehr witzig. Nur was mich da so gereizt hat, den nächsten Band zu holen, das war der nächste Einzug. Das ist sie hier, eine Spinnenfrau, weil ich finde Spinnen ziemlich cool. Die meisten finden die ja eklig, aber da habe ich gedacht, boah, geil. Ja, dann habe ich mir drauf Band 4 gekauft. Das ist der aktuelle. Ja, ist vom Kasee, wie gesagt. Kostet 6,95. Mal einen Euro billiger wie Planet Manga. Ja, war wieder sehr witzig. Ne? Man sieht hier schon mal, was da so abgeht. Das ist die Spinnenfrau, das ist der Centauro. Und er ist einfach gecrashed in der Mitte. Ja, sollte man lesen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ich freue mich schon riesig auf den nächsten. Ja, ist doch mal richtig geil, oder? Ja, das ist Monstermädchen. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Bände davon gibt. Vielleicht weiß das einer von euch. Könnt es vielleicht mal in den Kommentaren schreiben. Würde mich riesig freuen. Ja, dann hätte ich als nächstes einer meiner Lieblingsmangas. Das ist das hier. Ein großes, dickes Ding. Das ist Bitum. Band 8. Ja, das ist ja die Geschichte von. Wo ist er? Da kann man nicht so richtig drauf sehen. Jedenfalls ist das von einem Gamer, der immer Videospiele spielt. Das ist eine Weltrangliste, ich glaube sogar Erster. Ja, und dann gibt es dann Leute, wenn du eigentlich magst, kannst du ihn auf eine Liste schreiben lassen. Dann wird derjenige abgeholt und kommt auf seine Insel. Kriegt so Bomben und muss dann versuchen, mit diesen Bomben auf dieser Insel zu überleben. Ja, und diese Leute haben so Chips in der Hand hier oben eingelassen und derjenige muss 7 von diesen Chips sammeln und wenn er die gesammelt hat, dann darf er von dieser Insel runter. Ja, das heißt, er muss den anderen aber erst in die Luft sprengen, um an seinen Chip dran zu kommen. Ja, und das ist halt so die Hauptstory. Ja, und jetzt dieser Gamer wurde dann nominiert von seiner Mutter, glaube ich. Ja, und dann wird er von
auf diese Insel geholt und muss dann um sein Leben kämpfen, lernt da andere Leute kennen und so weiter. Ja, ist ein sehr geiler Manga. Die Geschichte ist ultra geil. Ich habe auch den Anime davon. Aber der ging nur bis Folge, also 4 Staffeln gab es. Nicht Staffeln, 4 DVDs. Und dann war er leider zu Ende, aber der Manga geht hier weiter. Ja, der kostet ein bisschen mehr, der kostet 14 Euro. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist von Tokyo Pop. Ja, einer der besten Mangas, finde ich überhaupt. Ja, dann haben wir noch von Egma, haben wir noch Minimum, Band 4. Ja, sie kam irgendwann vom ersten Band aus seinem CD-Laufwerk. Eine ganz kleine Frau, winzig klein. Wird manchmal groß, manchmal klein. Ich habe das noch nicht so ganz geblickt. Ja, und mittlerweile stellt sich raus, dass sie wohl Daten ist. Ja, dass sie aus Daten besteht, aber das ist noch nicht ganz klar hier in dem Manga. Und ja, ist echt schwierig zu erklären. Da muss man, glaube ich, selber lesen. Ist noch ziemlich verstrickt, das Ding. Mal gucken, wohin die Reise geht. Ja, das ist dieser. Und dann habe ich mich noch mal in Unkosten geschmissen. Ich bin durch den Laden gegangen und dann habe ich auf einmal dieses hier gesehen. Von Anne Rice, Interview mit einem Vampir. Wenn ihr die Filme kennt oder die Bücher, super Vampir-Story, war auch einer der ersten, die so auf dem Markt waren, weil jetzt gibt es ja so viele Vampir-Stories, das glaubt man ja gar nicht, ist auch von Carlsen. Ein sehr schön matten, mit Gold Lettern versehen und ist die Geschichte von Claudia. Das ist das kleine Mädel bei Interview mit einem Vampir. Und das ist dann die Geschichte aus ihrer Sicht. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich habe das selber noch nicht gelesen. Ja, sieht sehr schick aus. Hat allerdings 20 Euro gekostet, aber ist richtig schwer. Ist auch Hardcover. Denkt mal, das ist es wert. Ich kann ja mal kurz hier reinblättern. Das sieht so aus. Das ist so ein, ja, so ein bisschen gelb angehauchtes Design. Zeichnung finde ich sehr schön. Und ich glaube, hier gibt es auch Farbe drin, aber ich glaube nur, wenn Blut zu sehen ist, dann ist es rot. Sonst ist der ganze Manga halt in diesen bräunlichen Schwarz-Weiß gehalten. Aber ich finde, ja, hier sieht man zum Beispiel hier so ein bisschen die Flammen und die Tränen, das ist rot und die Flammen sind rot. Also ganz dezent, bisschen Farbe reingebracht. Und ist, ja, sieht sehr schick aus. Und ihr seht, es ist ein richtig dickes Ding. Ich sag mal 20 Euro. Wenn man da jetzt mal Bitumen durchsieht, gut, der ist dicker, der kostet 14, aber ist kein Hardcover. Ne? Und das sind ja so dünne Seiten. Und das ist so richtig glattes, bedrucktes Papier. Ist die Sache wert. Ich freue mich riesig, den zu lesen. Sieht super aus. Ja, dann hatte ich noch von Tokyo Pop diese Leseprobe hier mitgenommen. Bin mal gespannt, wie das ist. Oh, kommen, glaube ich, erstmal 2 Bände raus. Mal sehen. Ich habe selber hier noch nicht reingeguckt, ihr seid live dabei. Ja, sieht ganz gut aus. Recht düster irgendwie. Ja, mal sehen, was das so ist. Ja, mal gucken. Ja, und dann habe ich noch diesen Monat 2 Animes gekauft. Einmal die Sargprinzessin 2 auf Blu-ray. Ja, ist eine sehr coole Geschichte, finde ich. Richtig gutes Fantasy. Und dann hatte ich mir noch die dritte davon gekauft. Es gibt, glaube ich, jetzt kommen erstmal 4 raus. Und dann kommt, glaube ich, eine neue Staffel, weil dann ist der Schuber voll, weil ich habe mir die Special Edition geholt. Gut, wenn man das hier so sieht, denkt man, ist kleines Mädchen und ja, so typisch süß. Nee, aber ist eine richtig geile Fantasy-Story. Spielt dann auch in so einer Zeit, wo so mit Dampf betriebene Fahrzeuge durch die Gegend fahren, aber Einhörner kommen da drin vor, die aber da böse sind. Die Sargprinzessin, sie, nee, Moment, das ist sie gar nicht, das ist sie. Die sucht Körperteile ihres Vaters zusammen, die dann bestimmte Gegner haben und sie versucht, die wieder zusammenzufügen, damit sie ihn beerdigen kann. Ist erstmal so,
Das steht so im Raum, aber ob es wirklich der Fall sein wird, das wissen wir noch nicht. Ja gut, ich freue mich dann auf den vierten Band, CD. Mal sehen, wie das so ist. Ja, das war jetzt mein Update, mein erstes. Wenn euch gefallen hat, dann könnt ihr mal einen Daumen hoch machen oder ja, oder ein Abo. Würde mich riesig freuen. Dann sage ich mal, bis denn. Ciao.